schon älter, was machen wir jetzt? Wir gehen nun Bier kaufen, weil wir Dylan anspritzen müssen. Dylan Grün! Moin Leute, hier ist Pelle Burmeister. Wir sind hier in Ossegall. Morgen wird die DM starten, zumindest der Sign-In. Und dafür werde ich mich heute jetzt erstmal ein bisschen einsurfen. Die Wellen sehen ziemlich kacke aus, aber ein bisschen die Bretter testen, ein bisschen reinkommen. Und dann nehme ich euch jetzt die Woche ein bisschen mit. Durch mit der Session. Es war ganz schön stürmisch und zwischendurch hat es auch richtig doll geregnet. Das heißt, das mit dem Film war auch nur so semi einfach, muss man auch mal sagen. Ein, zwei ganz okay Wellen habe ich gefunden, war trotzdem ein bisschen tricky auf jeden Fall. Hat aber Bock gemacht, ein bisschen wieder reinkommen, war ja ein bisschen länger jetzt nicht im Wasser. Und jetzt gibt es hier lecker Abendessen, Papa hat gekocht. Wir haben hier jetzt gerade in A-Central gecheckt. Sieht nicht so richtig nice aus. Habe aber gerade einen Call gehabt mit Paul Stachel, der war in Santosha und Provence checken und der meinte, da sieht ziemlich nice aus. Und da fahren wir jetzt rüber und dann gehen wir da jetzt surfen. Schön so kleine punchy Wellen, hat auf jeden Fall Bock gemacht, hatte ein, zwei ganz nice Turns. Guten Morgen vom ersten Contest-Tag. Es ist immer noch relativ groß, so wird es auch die Woche bleiben, aber heute geht da auf jeden Fall irgendwie was. Und heute starten auch die ganzen Juniorenklassen, das heißt ich auch bei der U18-Klasse. Geile Wellen auch sehen im Laufe des Tages, wäre ein bisschen crazy. Guten Morgen hier aus Seniors. Wir sind jetzt hier gerade am Stand gewesen, haben ein bisschen den Senioren zugeschaut, die haben auch auf jeden Fall gerippt. Finn hat hier ein bisschen performt. Und die Junioren und die Open Man sind aber für heute aufgecallt. Das heißt, ich schau mal, wahrscheinlich gehe ich jetzt hier irgendwie für eine Free-Surf-Session, dann nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Von der Surf-DM, letzter Tag, es ist heute Freitag. Jetzt können wir uns heute das Open-Man-Final anschauen und noch ein paar Longboard-Eats.
So, was geht jetzt gleich, Theresa? Also ich starte jetzt gleich in meinen ersten Heat meines Lebens bei Longboard-Frauen. Ich bin sehr aufgeregt, sehr gespannt. Ja. Wie sehen die Bedingungen aus? Schon noch ein bisschen groß, muss ich sagen. Ich glaube, wir sind, ich weiß nicht, wie viel vor Tiefstand. Ja, kann schon schallern, kommt manchmal ein paar Sets rein, aber ich glaube, es ist okay. Ich mach das Beste draußen. Viel Glück. Ja, ich freue mich, dass Pelle mir Konkurrenz macht im deutschen YouTube-Vlog-Business. Wichtig und richtig. Alter, endlich meine erste 10 gesurft. Stark, Junge. Was sagst du zum Heat? Ich habe 12 Jahre gebraucht für meine erste 10. Es geschieht auf einem Longboard. Unglaublich. Aber in der Tube, immerhin. Ich bin mehr als stoked. Dankeschön. Ich bin ready fürs Feine. Jawohl, sowas von. Sehr gut. Wir haben Tim fucking Elton. Du musst dich ein bisschen mehr eincremen, wenn du in der Sonne bist, Kind. Es verbrannt. Wir haben Tim fucking Elton hier. Longboard Champion 2023 bei der Surf DM. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich wie ein Longboarder. Ich bin sehr froh, über den Tag verteilt in verschiedenen Bedingungen gut abzurufen und meine beste Longboard-Seite zu zeigen. Okay, und würdest du sagen, es wäre eine Überlegung wert, vielleicht vom Shortboard aufs Longboard festzuwechseln? Also nach meiner diesjährigen Performance bei der Deutschen Meisterschaft werde ich auf jeden Fall nochmal meinen Manager anrufen und den Head Coach, die Pieter, und fragen, ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit für einen Perspektivkader im Longboarden gibt, weil im normalen Surfen wird das ja nichts mehr mit mir. Glaube ich, ist besser so. Was sind die Pläne für heute Abend? Man muss, weißt du, nach so einem langen Tag am Strand muss man sich mit einem Bier kühlen, nicht dass man irgendwie dehydriert oder so. Deswegen, glaube ich, schauen wir heute tief in die Bierflasche alle beisammen. Sehr gut. Okay, Lisa, was ist gerade bei dir passiert? Ich bin gerade deutsche Longboard-Meisterin geworden. Oh boah, ich kann es gar nicht fassen. Also unglaublich da draußen. Ich glaube, ich bin 5-mal da rumgelaufen, um wieder zum Punkt zu kommen und Position. Und ich konnte auch nichts hören und vielleicht auch fürs Beste, weil dann serve ich einfach und hab meine 2 Wellen gekriegt und ja, genau, ich freue mich total. Geil. Oh. Best contest I've ever had. Man. Oh my god, the waves were so good. I just want to go free surf again. Oh mein Gott, ich bin super, super happy. Mega geil, geiles Gefühl, geile Wellen. War echt cool. Let's go. Was für eine geile DM, oder? Und jetzt auf dem ersten Platz mit einem 10-Point Ride im Event. Dylan Grün! Mit dem ersten 10-Point Ride in diesem Event für Tim Elter. Und er hat das Ding gerockt auf dem ersten Platz! Auf dem dritten Platz, Jack Ackermann!
Auf dem zweiten Platz Enzo Ackermann. Und auch starkes Surf wirklich in diesem Finale. Kekua Hummel. So, das war's jetzt hier von meinem Vlog von der DM. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze zu filmen und euch zusammenzuschneiden. Und ja, abonniert und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen.